Moin Moin aus Hamburg. Wir heißen Axel. Und heute geht es um den Streik im Hamburger Hafen. Bleibt dran! Ich nehme an die Worte. Es ist wieder Streik. Es ist so schlimm. Du musst mich jetzt zurückpfeifen, wenn ich zu ausfallen werde. Es ist eine Katastrophe im Hamburger Hafen. Das gleiche gilt für Bremerhaven und Wilhelmshaven. Verdi hat die Verhandlung abgebrochen mit den Arbeitgeberverbänden. Es ist jetzt, glaube ich, erstmalig seit 30 oder 20 Jahren gestreikt worden. Und das Durchschnittsgehalt bei der HALA ohne dem Vorstandsgehalt, das ist rausgerechnet, liegt bei 91.000 Euro. Und das sind auch die Arbeiter im Hamburger Hafen, die allerdings ihr Geld mit Schichtzulagen verdienen, aber trotzdem. Und sie wollen, glaube ich, bis zu 14% mehr. Ja, versteht uns nicht falsch. Wir sind natürlich für die Möglichkeit, sich solche Sachen, dass man die Tarifstreitigkeiten auch mit Streik hinterlegt und macht und tut. Das ist alles eigentlich ein Thema. Nur in diesem Falle ist es eben so, dass die weltweiten Lieferketten völlig außer Rand und Band sind, dass nichts mehr so läuft, wie es laufen soll, dass in der deutschen Bucht Schiffe stehen, da sitzen natürlich auch Besatzungen drauf, die sitzen seit Wochen und Monaten. Von Rotterdam nach Hamburg 4 Wochen. Kommen nicht weiter, sitzen da rum, auch bei diesen sengenden Temperaturen, das ist ja wie im Knast auf so einem Schiff, die haben ja auch nichts mehr zu tun irgendwann. Und dann fangen unsere Leute im Hafen an zu streiken. Dass man verhandelt, dass man darüber Gespräche führt, alles gut. Aber Streik in so einem Moment finde ich persönlich schon wieder fast verantwortungslos. Und da muss man auch echt den Leuten von Verdi mal sagen, so geht's nicht und das ist nicht der richtige Weg. Wir wollen ja gerne über alles diskutieren, Axel. Du bist der Verhandlungsführer für Tarifangelegenheiten bei uns im Speditions- und Transportgewerbe. Du hast Gott sei Dank nichts mit den Hafenarbeitern zu tun. Aber mit Verdi. Aber du siehst ja auch bei dir, ihr verhandelt auch und ihr kommt euch auch irgendwie nahe. Das liegt ja auch immer an den Leuten tatsächlich, die da am Tisch sitzen. Dass es dann funktioniert, sieht man bei dir. Gut, ihr seid noch nicht durch, aber ihr seid auch nicht so weit auseinander, dass ihr euch jetzt schon gegenseitig bedroht mit Aussperrung und Streik. Aber das, was da an einer so volkswirtschaftlichen wichtigen Stelle wie Häfen passiert, dass am Ende ganze Lieferketten zusammenbrechen, Produktionen zusammenbrechen, das ist verantwortungslos und das gehört sich nicht. Und das ist wieder Eigeninteressen auf den Kosten der Allgemeinheit brödeln. Das finde ich nicht gut. Und wir lesen jetzt in der hiesigen Presse, dass die HALA vorschlägt, dass die LKWs am Sonntag fahren. Weil ja die Spediteure, so steht es geschrieben, ihre Container nicht rechtzeitig aus dem Hafen holen. Ja. Da geht einem doch die Hutschnur hoch. Wir würden die Container gerne rausholen, geht aber nicht, unter anderem, weil sie streiken. Unter anderem, ja. Und in der deutschen Bucht liegen über 35 Containerschiffe. Wenn die morgen aufhören zu streiken, also die streiken jetzt ja gerade nicht, aber die kriegen das ja gar nicht abgearbeitet, das Problem. Nein, jetzt kommt Sommerzeit, Urlaub. Und so ein Streiktag hat ja Folgen. Das ist ja nicht so, dass an dem Tag dann die Welt nicht in Ordnung ist und morgen geht dann alles wieder weiter, sondern dann musst du natürlich die Container, die in 24 Stunden nicht verladen worden sind, in den nächsten 24 Stunden verladen. Da ist eh schon voll. Ja. Also das Ganze ist wirklich in einer so prekären Lage, da muss man sich dreimal überlegen, ob man das wirklich die Verantwortung eingehen soll. Aber gut, okay, dann haben sie irgendwann 14% mehr, dann können sie aber nichts mehr kaufen, weil nichts mehr produziert wird. Also das ist schon klar. Gut, das ist jetzt eine Arbeitgebereinstellung vielleicht dazu, aber so extrem, wie es da ist. Das ist so wie das Sicherheitspersonal am Flughafen. Man hat die Macht, man kann die anderen damit drangsalieren und das haben die Hafenarbeiter auch. Ja. Und ich glaube, man kann sowas auch auf anderem Wege lösen. Und wenn ich lese, dass die Zuschläge und die ganzen Sachen alle ziemlich gleich sind, es geht nur noch um eine Partie ganz unten, die dann irgendwie anders gesehen wird. Der eine macht Einmalzahlung, die anderen wollen es regelmäßig haben. Darüber kann man reden, da muss man nicht streiken. So. In diesem Sinne. Wo es noch läuft, allzeit gute Fahrt. Wenn du da nochmal die Fenster aufmachst und da, damit wir so ein bisschen Dings reinkriegen. Ja, also wir müssen das nächste nehmen. Hier sind die Dinger kaputt. Oh, Alter. Oh, das zieht. Mach's mal wieder zu.